Habe die Ehre. Schön, dass du dir zuschaust, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich zurück nach ein paar Monaten Sommerpause. Ich habe viel Zeit verbracht mit meiner Familie, mit meinen Freunden und meiner Tochter. Daher jetzt erst wieder ein Video von mir und ich fange gleich mal an. Und zwar geht es heute um das Thema Konkurrenzkampf und wie du mit drei simplen Techniken, Methoden für immer deine Konkurrenz ausschalten kannst. Du kennst vielleicht das Gefühl, du bist am Start von irgendwas Neuem, du schaust dir an, was die anderen so machen und denkst dir, boah, scheiße, wie soll ich da weiterkommen? Wie soll ich jemals so gut werden wie die? Die haben schon viel mehr Wissen, die haben schon die Technik, die wissen genau, von was sie reden, die haben die Ausstrahlung, haben schon Kunden, ziehen Leute an, haben die materiellen Dinge, die dir vielleicht auch irgendwie vorschweben. Und letztlich geht es immer wieder darauf zurück, dass du sagst, hey, eigentlich bin ich nicht gut genug. Mir fehlt es noch an Wissen, mir fehlt es noch an Erfahrung. Ich darf mir das nicht erlauben, weil du es ja sonst auch nie erlaubt hast. Und es hieß immer, ja, was machen denn die anderen? Und wie sollst du denn sein, damit du ja nicht auffällst, weil es ja sein könnte, dass sich dann jemand für dich interessiert oder dass sich jemand sogar dann schlimmstenfalls kritisiert oder niedermacht oder sich lustig macht über dich. Und vor all diesen Punkten, all das zieht dich zurück, dann die Dinge zu tun, die du machen willst, selbstständig zu werden, andersweitig Geld zu verdienen oder dich einfach zu zeigen oder deine Meinung zu sagen oder Dinge anzuziehen in Sachen Klamotten, die du willst oder dich anders zu ernähren. Alles hängt davon ab, dass du dich immer wieder vergleichst mit anderen Leuten und anderen Menschen und du dir sagst, nein, das darf ich nicht machen. Kann ich nicht machen, weil ich mir das nicht wert bin, weil ich mich nicht traue und weil ich ja nicht auffallen darf, anders zu sein, mich anders auszudrücken, mich anders zu zeigen. Und das hält dich letztlich immer wieder zurück und dadurch kommst du nie weiter, kommst nie ins Tun. Und bleibst immer in deiner Komfortzone und nichts wird sich ändern. So, dieser ganze Bullshit, wie kannst du den loswerden? Ich vergleiche es auch damit, wenn du immer wieder vergleichst, dann bist du praktisch wie die Stiftung Warentest, die sagt, auf irgendwelchen Produkten vergleichsweise gute Qualität. Das ist totaler Schmarrn. Es gibt keine vergleichsweise gute Qualität. Entweder ist gute Qualität oder keine gute Qualität. Und die Kriterien bestimmt die Stiftung. Bei dir sollten die Kriterien von dir kommen und du solltest sagen, okay, das ist die Qualität, die ich erreichen will. So sollte mein Leben ausschauen. Das will ich machen damit. Und dann ist es eine gute Vergleichsbasis, wie du im Leben weiterkommst und wie du wirklich zu dem wirst, wer du wirklich bist und was du wirklich sein willst, was du am Ende deines Lebens erreicht haben willst. So, zu deinen drei Punkten. Erstens, es geht darum, dass du anfängst wieder zu dir zurückzukommen. Es gilt darum zu akzeptieren, wer du bist. Es gilt zu akzeptieren, was deine Vergangenheit war, was du erlebt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind alle wichtig dafür, dass du dahin kommst, wo du hin willst und die dich auch zu dem gemacht haben, wer du heutzutage bist. Die dich jetzt vielleicht auch dieses Video anschauen lassen, weil du sagst, hey, ich möchte wissen, wie ich in Zukunft meiner Konkurrenz einen Schritt voraus bin. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber letztlich, was es auch zählt, ist, dass du stolz bist auf dich, dass du stolz bist auf alles, was du bisher erreicht hast, auf alle Errungenschaften, auf alle Ziele, die du gesetzt hast, an die du gekommen bist. Und überleg dir mal, wie du es geschafft hast. Meistens liegt es daran, dass du wirklich den Willen hattest, dass es von Herzen kam und dass du es durchgezogen hast, weil du es wirklich, wirklich wolltest. Und ein ganz entscheidender Punkt ist auch, dass du wieder anfängst zu träumen. Es geht darum, dir die Welt so zu visualisieren, ein Traumleben vorzustellen, das sich inspiriert, das dir immer wieder hilft, Schritte zu gehen, die vielleicht auch schwieriger sind, aber trotzdem Spaß daran zu finden, dir zu sagen, das ist jetzt wichtig. Ich muss jetzt zum Beispiel meinen Rasen mähen, damit ich wieder einen schönen Garten habe. Oder ich darf jetzt ein Buch lesen zu Themen,
die mich wieder weiterbringen, um zum Beispiel fitter zu werden in, ja, im körperlichen Sinn, dass ich meinen Körper wieder in Form bringe. So, erster Punkt, zurück zu dir selbst. Zweiter Punkt, hör auf, dich zu vergleichen. Nicht bewerten und beurteilen von dich, erstmal von dir selbst und zweitens auch dich zu vergleichen mit der Konkurrenz. Es geht darum, die beste Version aus dir selbst zu machen. Vergleich kann sein, kannst du mal machen, aber es geht eher darum, dich zu inspirieren und zu schauen, wie es die anderen geschafft haben, an ihre Ziele zu kommen und ihr Traumleben zu verwirklichen. Das ist ganz entscheidend, weil je besser du selbst wirst, je mehr du dich pushst, ich vergleiche es immer gerne mit Spitzensportlern. Michael Phelps sollte jedem ein Begriff sein. Der hat etliche Weltrekorde im Schwimmen schon gehalten, ist aber trotzdem jeden Tag Stunden ins Schwimmbad gegangen, hat trainiert, weil er einfach gesagt hat, ich will immer besser werden. Ich will meine eigenen Rekorde brechen und ich bin erst dann zufrieden, wenn ich das Maximale aus mir rausgeholt habe. Und das finde ich ist eine super Inspiration, auch zu sagen, okay, was habe ich gestern erreicht? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich wirklich das Maximale aus meinem Leben rausholen, damit ich auch andere dadurch inspiriere? Weil es geht immer irgendwie besser. Klar darf man stolz sein auf das, was man gemacht hat und auch zufrieden sein teilweise. Aber wirklich ist es wichtig zu sagen, was kann ich noch, was ist alles sonst noch möglich? Wie kann ich das Potenzial voll ausschöpfen, das in mir steckt? Und dann geht es nämlich darum, dass du dadurch die Konkurrenz schlägst, indem du immer besser wirst und dadurch zur Referenz wirst, weil wer hat schon diese Einstellung, dass er, wenn er schon am Top, an der Spitze des Marktes ist, an der Spitze der Tabelle des Rankings, dann doch nochmal eine Schippe draufzulegen und zu sagen, hey, es geht noch besser. Ich weiß, dass da noch mehr in mir steckt. Ich versuche das noch rauszuholen und ich versuche da noch mich zu pushen, um so gut zu werden, wie ich weiß innerlich, dass ich wirklich bin. So, und das Dritte ist der Fokus auf die Ziele. Wenn du dir, wie ich schon im ersten Punkt gesagt habe, wenn du wieder in Verbindung gehst mit deinen Träumen, wenn du dir schaust, was hat mir in meinem Leben immer Freude bereitet, wo habe ich die Zeit vergessen, was hat mir Spaß bereitet, wo bin ich am meisten aufgegangen, was hat mich am meisten erfüllt und das in der Verbindung bringst mit deinen Träumen, deine Stärken wieder findest, dich zu dir zu sagen, hey, mir ist es wichtig, im Leben maximal viel Freude zu verspüren und was dann auch wieder ansteckend wirkt auf andere Menschen und dich auch anziehender macht und Leute anzieht, die dir auch zu dir passen. Dann ist es wichtig zu verstehen, was sind diese Träume und wie kann ich daraus Ziele machen. Und dann ist die Frage natürlich, wie kannst du die Ziele erreichen? Und die Ziele kannst du nur dann erreichen, wenn du auch einen entsprechenden Plan hast, wenn du einen Prozess hast, wenn du dir die Hilfe holst, wenn du dir eine Klarheit verschaffst, mental, wie kann ich diese Ziele erreichen und wie kann ich durch diesen Fokus auf meine täglichen Ziele, wie kannst du dann auch den Moment besser erleben, weil du sagst, jeder Schritt, den ich jetzt gehe, diesen Prozess, den ich durchlebe, der ist enorm wichtig, damit ich meine Ziele erreiche und dass ich auch in mir aufgehe, weil ich mache, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir Spaß macht. So, das ist so meine Grundprinzipien und wenn du dieses verfolgst und wenn du sagst, okay, ich will die beste Version von mir selbst werden, ich weiß genau, was ich will und ich weiß, wie ich da hinkomme, dann wirst du zu der besten Version von dir selbst. Dann gibt es keine Konkurrenz mehr, weil die größte Konkurrenz letztlich ist die mit dir selbst. Und wenn du das mal annimmst und sagst, hey, wie kann ich den Konkurrenten meine alte Version von gestern, wie kann ich die schlagen, unter Anführungsstrichen, oder wie kann ich sie verbessern, um noch mehr aus mir rauszuholen, um noch mehr in der Fülle zu sein, um noch mehr Leute zu inspirieren, um noch größer zu werden, um noch stärker zu werden und ja, maximal einfach zu leben. Darum geht es ja letztlich, dass man aus dem Leben das rausholt, was für einen vorgesehen war, wie man sich am besten fühlt. Und ich glaube, da kann jeder davon was sich abschauen oder da kann jeder immer wieder was an sich verbessern. Und ja, ich möchte es einfach damit abschließen, um zu sagen, es ist möglich und ich hoffe, wenn du bereit bist, den externen Konkurrenten einfach mal außen vor zu lassen,
und dir das bewusst zu machen, dass die Konkurrenz eigentlich nur mit dir selbst stattfindet. Das ist ein Weg zu gehen. Du darfst immer wieder schauen, was du an Fehlern gemacht hast. Es ist ein ständiger Lernprozess. Aber wenn man den mal sich verinnerlicht hat und man sich an den gewohnt hat, diesen Schritt zu gehen, dann passieren wunderbare Dinge. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Setz gerne ein Like unter das Video, einen Kommentar, wie du siehst, mit Konkurrenz, Druck, Kampf umzugehen, was du rausholst aus diesem Video. Und wenn du Leute kennst, die auch ständig im Konkurrenzkampf sind, im Äußeren sind und sich vergleichen und nicht ihr eigenes Ding durchziehen, dann schick es ihnen gerne weiter und abonniere auch gerne meinen Kanal, und ich freue mich auf ein Wiedersehen.